Leute, kurze Ansage. Die Bestrafung für Pies bzw. Raves Verlust bei Let's Raves Portal ist hochgeladen worden auf Trainsmans Kanal. Ich habe eigentlich ein Reaktionsvideo dazu gemacht, sprich ich habe mir das Video angesehen und meine Reaktion dabei gefilmt. Aber das wäre zu viel gewesen und ich glaube nicht, dass irgendjemand sich das wirklich ansehen würde. Deswegen hier ein paar der besten Momente. Also warum hast du denn 7 Gehirne, wenn du 5 Arme hast? Und 4 Regeneration, du hast nur 6 Fische im Kopf. 6 Fische im Kopf, okay. Also, ich meine, wenn du jetzt in den Center reingehst, in ein Kometencenter und dort Kometen kaufst, bist du dann in der Kamera drin oder wirst du dann vom Weltraum aufgefressen? Da muss ich kacken. Wie oft? Wie viele Toiletten kannst du eigentlich auf einmal bedienen? Eine. 2 verprügeln, 2 Toiletten verprügeln. Wieso verprügelst du wenig Toiletten? Werf die mit Stein. Und warum hast du 25 Zeiten in deinem Kopf? 25 Zeiten habe ich gar nicht. Warum hast du... Kannst du Leute wie Lashy MP überhaupt angucken? Nein. Nein. Okay. Nein. Wann? Jetzt. Nutzt du sie auch als Bücherregal? Warum hast du Porto nicht gewonnen? Weil... Ja, schlecht ist. Aliens meine Aufnahme zerstört haben. Wann? Dann, als ich es rendern wollte. Warum heißt das eigentlich rendern? Wieso fenstert man Sachen? Wieso mauert man sie nicht? Man macht... Nein, ich habe nichts gegen Perioden. Was war denn so bis jetzt deine schönste Periode, die du bis jetzt jemals gesehen hast? Die schönste Periode? Ja. Das war... von seiner Freundin. Star Wars Periode 4. Okay, dann will ich nicht jetzt aus meinem Arsch rauskommen. Leider. Ich weiß nicht, also ich bin ja auch eigentlich nicht Raucher. Also bin ich ja schon mal ganz Leben lang. Ich habe noch nie eine Zigarette angepasst. Aber ich finde ja, die Toilette ist ja dafür, das Abfallmittel loszuwerden und nicht, dass sich da zu häufen wie ein Haufen, weißt du. Haufen! Nico war da 2 und dann brauchen wir Haufen. Dann musst du das irgendwie anders machen. Dann ist er jetzt immer im Hocker drin. Oder bist du jetzt die rot-wild fliegende Frisbee-Schildkröte? Die habe ich nicht. Würdest du gerne den Lächeln hier in diesem Moment was sagen, dass du dir das hier gerade antun musst? Ja. Was? Okay, Moment. Okay. Ich muss ein bisschen Platz machen. Okay. Ich hasse dich! So, ich glaube, wir sind alle tot. Schildkröten sind also der schlimmste Teil von deinen Schreien? Nein, von meinen Fürzen. Okay, damit hast du dich, glaube ich, erstmal gut geschlagen. Es war rote Schildkröten, Mädchen Italienes und irgendwie auch ein Junge in sein Po stecken hat. Er redet gerne mit seiner Wand in der Nacht. Aber das ist vielleicht auch eigentlich alles so ehrlich gemeint. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich bei der ganzen Sache. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, das war so göttlich, ey. Oh Gott, ich sag mal Folgendes dazu. Die ersten 5 Minuten habe ich gesehen, den Rest habe ich wirklich hier. Gerade jetzt zum ersten Mal. Oh Gott. Das ist so geil. Oh, scheiße. Wisst ihr, was bei mir nervig ist? Immer wenn ich lache, kommen mir sofort die Tränen. Egal, oh, ich danke dir, Matze, für dieses wunderschöne Video und auch dir, Rave. Und das Let's Race hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin immer für eine Revanche offen, also ich bin hier. So, Link zu dem Video gibt's da unten, dann könnt ihr euch das Video noch ohne mein dummes Gelächter ansehen. Und ja, das wär's dann gewesen. Ein sehr zu empfehlendes Video. Ich bin froh, dass ich gewonnen habe. Ich hätte das nicht lange ausgehalten. Also, Pai hat sich da zwar gut geschlagen. Schon. Ja. Ich will nicht wissen, was er mit mir getan hätte, wenn er das Ganze auch wirklich eine halbe Stunde machen müsste. Aber ich fand das schon so passend. Also, richtig gut, Leute. Ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Und...